Buenas tardes, extremo. Extremos, das ist schon. Con Grinzi. Du bist ein Einzelspieler mit nur einem Versuch. Startest du durch oder spielst du ewig den Blues? Du spielst ohne Konsole, ohne doppelten Boden. Manche fallen tief, andere schaffen es locker nach oben. Klar, nicht jeder wird als Rockstar-Korn. Doch nicht jeder Schläger wird direkt als Opfer geboren. Manche beginnen von vorn, bringen sich richtig in Form. Andere geben auf, werfen die Flinte. Hola, Julio. Hola, Grinzi, ¿qué tal, hombre? Vamos a hablar en alemán porque tampoco el español de Grinzi es bueno, pero en alemán es más fácil. Grinzi. Ja, ja, sí, claro. Ah, wir haben schon eine schöne Fragen. Ja, gerne. Ja, hast du den Kontext gefeiert? So, wie hast du den... Ja, Julio, du warst ja selber dabei. Ja. Das war, du standst ja am Bierzapfen an der Bar. Ey, und es ist super gelaufen. Wir hatten bestes Wetter. Wir haben coole Leute da gehabt. Es kamen alle vorbei, die Zeit hatten und immer bei dem ganzen Kessel-Contest dabei waren. Also, cool. Ja, und die ganzen Sachen sind super gelaufen. Also besser hätte es nicht laufen können, war perfekter Tag. So, die Leute haben das auf jeden Fall richtig viel gefeiert. Ja, und Skateboarding, es war halt Skateboarding und nicht so... Ja, genau. So, die Musik war auch geil, ne? Ja, super Musik geil. Musik war richtig. Super ja, geil. Auf jeden Fall. Ja, und einfach Spaß, Skateboarding, Spaß, ne? Und nicht dieses... Das gehört dazu, ne? Professional. Also, nee, so ja, man muss grenzen ja... Grenzen wir uns ab. Hat schon unser Kumpel White Mike vorher gesagt. Das geht nicht in Kontext gewinnen oder sowas und dann mehr in Spaß haben. Ne? Und ja, und das Leben. Ist halt auch Bielefeld. Ne? Mhm. Also das vermisst man echt oft anders, woanders in Deutschland einfach. Das, hier ist halt einfach eine unglaublich große Szene für die kleine Stadt. Viele Skateboarder, viele BMXer, alle treffen sich immer, alle verstehen sich super. Das Gegenüber hier, wo Julio arbeitet, beste Bar der Welt. Ja, es ist eine super Sozialisierung hier, ne? Es ist halt super geil. Also, weiß ja selber, Julio, ne? Weiß ja selber. So, Grinzi, was motiviert dich, so wenn du skatest? Warum skatest du ja jeden Tag? Ich skate nicht mehr jeden Tag. Ne? Im Winter weniger, ne? Im Winter weniger, ne, aber ich probiere immer so zwei, dreimal die Woche. Okay. Und auch im Winter passiert es ja dann einmal die Woche und ja, also mittlerweile, ich fahre jetzt Skateboard seit 14 Jahren. 14 Jahre. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile der Ältere mit 26, weißt okay. du, und denke mir, huiuiui, was ist krass, die Zeit geht halt immer. Ja, noch mehr kann man jeder ein Lied von singen. So. Also, warum hast du angefangen? Also, wie? Was hat dir also. Ja, ich finde es halt super, dass Skateboarding immer diese Sache ist, dass es. Du stehst alleine auf dem Skateboard, aber es wird halt immer zusammen gefahren. Ne? Mhm. Und du hast vor allem auch immer dieses Ding, dass es nicht so in der Gesellschaft platziert ist, sondern dass du dann vor irgendeinem Möbelgeschäft skatest und du wirst jeden Tag wieder weggeschickt, immer wieder. Und das ist dann halt so und dann musst du es halt auch machen, weil es geht halt um Skateboarding. So. Es geht nicht um das scheiß Möbelgeschäft und nicht um den oder den, sondern es geht halt jetzt um heute an diesem Tag den Kickflip darunter zu machen oder genau. so, weißt du? Und das ist halt, ja, darum geht's und das motiviert mich halt immer noch einfach, dass es, ja, einfach, wenn man auf dem Brett steht, eine geile Session hat und gerade mit diesem Respekt, den man immer noch hat, so wenn es auf eine Rampe geht und du bist halt irgendwie 3 Meter irgendwo so und dann ist das Adrenalin und dann sagt der Kumpel neben dir, ja, du machst den jetzt so, und dann denkst du dir, ja, ich mach den jetzt. So, ja, und dann... Und das ist halt Tag hat man auf jeden Fall es geschafft, ne? Ja, und das motiviert mich halt jedes Mal wieder, also... Geil. Ja, bester Sport. Du bist ein Mann mit vielen Talenten, ne? Du hast auch eine Musikband. Ja, das... Hip-Hop. Ich komme, also wir sind gerade in Bielefeld und ich wohne in Düsseldorf seit 5 Jahren und ich habe eine Hip-Hop-Band mit meinen besten Kumpels aus meiner Heimat und ja, wir haben jetzt mal ein Album aufgenommen, ja, wir sind All-Inclusive. All-Inclusive. Richtig cool. Welchen Weg du auch wählst, welche Ideen du formst, ohne Skills hast du schon am Anfang verloren. Fließen über Beats, so wie Starkstrom, woher der Argwohn, Rap ohne uns ist wie die Welt ohne Smartphone, na sag schon.
Und ja, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, ein Album aufzunehmen. Du warst ja auch im Konzert, warst ja da, oder? Ja, ja, klar, ich war auf dem Konzert. Ja, und wir hatten 50 Alben und haben 45 verkauft, super geil. Voll den Chaos gemacht. Ja, voll geil. Ja, wir lassen mal andersrum umgekippt. Nicht darüber reden. Ja, aber ja nicht. Aber ja, so Skaten, Musik. Und ich mal Bilder. Und auch Bilder malen, das ist ja genau ein richtiger Künstler. Ja, aber von nichts kommt ja nichts, ne? Man muss sich ja selber drum kümmern. Ja, klar, irgendwann müssen wir ja nicht mehr arbeiten und davon leben. Ne? Ja, nee, also ich sag ja immer, wir putzen nicht selber unsere Wohnung irgendwann. Extremos.com.es ein Tipp geben, so für die neue Skater, dass die nicht irgendwann nicht mehr Bock haben und alles lassen, weil zu schwer ist oder keine Ahnung. Ne? Ja, ich würde immer sagen, wenn du anfängst Skateboard zu fahren, ist immer dieses erste Jahr ganz wichtig, dass man, wenn man da halt ständig hinfällt, man tut sich ständig weh und es macht irgendwie dann auch keinen Spaß. Und dieses erste Jahr, bis man dann halt rollen kann, wirklich sich mit dem Ding fortbewegen kann und mal einen Bürgersteig hochollied und so, und bis man das geschafft hat, dauert es halt seine Zeit. Auf jeden Fall. Und wenn du das hast, dann geht es halt weiter, ne? Und ja, da kann ich auch einfach nur sagen, lasst euch nicht verrückt machen von diesem ganzen Trubel im Leben und von irgendwie irgendwelchen anderen Skateboardern, die einem nicht Hallo sagen am Skatepark und so, weißt du, das sollte man einfach, das sollte untergehen. Und habe ich halt gerade schon gesagt, wenn man fährt, man steht alleine auf dem Skateboard, man fährt immer zusammen und darum ist es, ja, einfach, ja, wie gesagt, man muss über diesen Punkt hinauskommen und dann einfach weitermachen. Ne? Und dann der Spaß kommt halt immer wieder, wenn du alleine kurz mal zum Bäcker hinpusht und deine Brötchen holst und dann, ne, also geht. Man muss ja nicht gewinnen, sondern den Spaß haben, ne? Ja, dabei sein ist alles. Der Spaß zählt. Nein! Verloren ist Zweiter. Deswegen habe ich ja gewonnen Grinzi. Ist immer nur Erster. Scheiße, diesen werde ich. Nächstes Jahr ziehe ich den auf. Grinzi, danke für den Kontext. Ja, gerne, gerne. Danke für deine Musik und danke. Danke, danke für alles. Ja, ne? Danke, dass es dich gibt, Julio. Ein cooler Typ. Du bist ein cooler Typ. Ja, ein cooler Website. Liebe Grüße nach Spanien. Es ist wunderschön, dieses Interview machen zu dürfen mit euch. Danke. Vinci. Schönen Abend noch. Den zweiten Platz beim Death Race. Am zweiten Grinzi Tönsing. Grinzi Tönsing kriegt also seinen eigenen Punkt. Was du willst, also fahr dir den Film und erspar dir den Drill. Sei immer du selbst, das ist dein wahrer Skill. Du hast keine Skills, Junge, alter Chill, du hast alles, was du brauchst. Mach, was du willst, auf Skills. Ist gänzlich geschissen, mit Musik kannst du alle Grenzen versetzen, auf Skills. Ist gänzlich geschissen, mit Musik kannst du alle Grenzen versetzen. Es dreht sich alles nur noch um Fortune und Fame. Doch all-inclusive, Bällchen Vorsprung im Game. Kaum gewohnt, souverän, immer gechillt, doch nicht lame. Rappen bis zum Endungsern von vorn anzugehen. Andere wollen's perfekt, setzen auf Fortschritt durch Technik. Ich setz auf Texte mit Seele, wenn ich Raps kick. Kein leeres Gelaber, es zählt der Inhalt nur letztlich. Drum feil ich an Texten mit Herzen und Skillpick. Nimm Beatrap ihn ein, lehn mich zurück und dann chill. Ja, wir waren im Becken meistens freistil unterwegs, weil so gesichert war, dass wir nicht einfach untergehen. Der Beat war egal, sogar auf Partys mit Pop und Rock standen wir im Kreis. Was heißt nochmal guten Abend auf Spanisch? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Du hast keine Skills? Junge, alter Chill, du hast alles, was du brauchst. Mach, was du willst, also fahr dir den Film und erspar dir den Drill. Sei immer du selbst, das ist dein wahrer Skill. Wie, du hast keine Skills? Junge, alter Chill, du hast alles, was du brauchst. Mach, was du willst, auf Skills. Ist gänzlich geschissen, mit Musik kannst du alle Grenzen versetzen, auf Skills. Ist gänzlich geschissen, mit Musik kannst du alle Grenzen versetzen. Fahr dir den Film und erspar dir den Drill.
Sei immer du selbst, das ist dein wahrer Skill. Alpha. Whoa! Frontsmith.